Yo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog hier. Ich habe mir nach langem mal wieder gedacht, dass ich da in der Richtung was machen kann. Und heute zeige ich euch ja so einen kleinen alten Fernseher. Der ist wirklich hier nur so ein bisschen groß, ne? Man sieht das hier. Und der ist einfach von 1993 und ich finde das echt krass, dass der einerseits heute noch funktioniert und andererseits der einfach, ja, trotz seiner kleinen Größe für die damalige Technik doch funktioniert. Also ich finde das irgendwie echt cool so und ja, es hat sich auf jeden Fall gehalten. Man sieht hier, also es ist ein extrem geiles Bild, ne? Und man hat sogar Ton. Vielleicht hört man's. Warte, ich gehe mal näher ran mit meinem Mikro. Ja, es ist natürlich sehr verrauscht, ne? Das muss man sagen. Aber sonst, es funktioniert auf jeden Fall. Ist schon lustig. So, wir können auch mal ein bisschen gucken, was wir so für Sender kriegen. Da kann man hier unten einstellen. Da gibt es einmal die Option, wie heißt das? Ja, VH und UAF. Und da kannst du eben die Frequenz einstellen, ne? Das ist ähnlich wie beim analogen Fernsehen. Da gibt es ja hier CH02 bis, was war das höchste? Das war mal, na, hier ist es 69, aber es gab dann später noch weitere Frequenzen. Ich glaube bis 90 oder so, keine Ahnung. Ich habe mich damit schon seit einigen Jahren nicht mehr auseinandergesetzt. Aber früher kannte ich mich damit tatsächlich auch ein bisschen aus, weil mich hat das immer interessiert, so die Sendersuchläufe zu machen und so auf dem Fernseher früher und da ein bisschen zu gucken, wo welche Sender liegen, auf welcher Frequenz. Das habe ich mir früher mal gemerkt. Aber nicht anhand der Frequenzzahl an sich, sondern an diesen CH-Zahlen, wie wir sie hier auch haben, so ähnlich, ne? Und wir können mal ein bisschen drehen hier. Warte, das geht hier vorne, genau. Und da können wir so ein bisschen gucken. Also hier hatten wir erstmal ARD, ne? Wo eigentlich auch ein relativ stabiles Bild kommt. Überrascht mich tatsächlich, ne? Das Problem ist halt heutzutage, dass über diese Antenne hier, man kann nichts mehr machen damit, ja? Weil eigentlich gibt es diesen terrestrischen oder dieser Antennenempfang, den gibt es eigentlich seit 10 Jahren oder so nicht mehr offiziell, sondern man kann das jetzt nur noch über andere Signale empfangen, die halt zufällig ja auch in der Gegend sind sozusagen, ne? Und deswegen ist das Bild halt so scheiße. Und ja. Ey, yo, jetzt hat man sogar noch besseren Ton. Man muss halt hier übelst lange einstellen, ne, bis das einmal geht. So. Ey, yo, das kann man sich tatsächlich angucken. Für euch flackert es auch noch ein bisschen mehr, weil es halt eine Bildröhre ist. Und wenn man das mit einer Kamera aufnimmt, dann flackert das generell immer ein bisschen mehr nochmal. Kennt ihr vielleicht auch aus alten Filmen oder so, wo halt Röhrenfernseher stehen, dass das da immer so komisch ist. Liegt halt an der alten Technologie. Das wird ja mit diesen mit dieser Bestrahlung da alles geregelt, ne? Mit diesem Photonenmodell oder so. Ja, und dann gucken wir mal. Wir können ja hier mal ein bisschen weiter skippen. Da haben wir den nächsten Sender, krass. Also es gab mal eine Zeit, da habe ich gar keine Sender empfangen mehr. Jetzt ist es wohl wieder ein bisschen besser. Ja, hier ist natürlich nur noch sowas. Aber das ist schon krass. Was ist das jetzt hier für ein Sender? Warte. So. Ja, wenn ich jetzt hier die Antenne regle, da passiert auch nicht viel. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so. Ja. Ich weiß nicht, also es kommt gar nicht mehr so krass auf die Antenne an. Es kommt wahrscheinlich einfach so auf das Wetter oder sowas an, keine Ahnung. So. Ich guck nochmal. Ja gut, das kriegen wir jetzt nicht hin. Dann mache ich mal hier den nächsten. Ach du Scheiße, das flattert aber. So. Ja, es sind manchmal auch scheiß Geräusche dabei. Vielleicht hört ihr das jetzt auch gar nicht so. Weil es ja jetzt auch ein bisschen weiter weg vom Mikro. Ah, guck mal, hier ist gar nichts mehr auf der, auf dieser Einstellung. Dann gehe ich nochmal zwei zurück. Da haben wir am Anfang immer solche komischen Krisseln, ne? Und dann kommt aber eigentlich auch nicht so viel. Ja. Das ist, das Einzige, was wir empfangen können, sind eben diese Sender hier in der Mitte. Moment, jetzt bin ich wieder zu weit, so. Hier, ne? Ja, ja, jetzt kriege ich ihn gar nicht mehr. Doch, hier. Wow. Ey, yo, jetzt habe ich richtig guten Empfang.
Ja gut, ne? Ich hoffe, dafür werde ich nicht gestrikt oder so. Aber ich liefere ja keine richtigen Bilder. Das ist ja eigentlich alles nur verpixelt, ne? Das ist ja wie, als würde ich zensieren oder so. Also von daher ist es wahrscheinlich kein Problem, das zu zeigen jetzt. Ja, also man kann damit schon noch was machen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich kann ja nochmal die Anschlüsse zeigen. Ich mache mal aus erstmal. Und ja, dann mache ich hier mal die fette Antenne auch rein. Die darf man halt immer nicht verbiegen, oder? Und mit einer Hand ist jetzt ein bisschen schwer. Warte, ich mache die erstmal in die andere Richtung jetzt. So. Ja, also mit einer Hand hier ist natürlich ein bisschen blöd, aber ja. Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Anschlüsse, ne? Hier sieht man noch so ultra historische Sachen. Mach mal scharf hier. So. Ja, also. Ich glaube, hier könnte man noch irgendeinen Strom anschließen oder so, oder ich weiß es nicht. Guck mal kurz. Nee. Was steht da dran? COO oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, kann man da noch irgendwas anschließen. Kopfhörer hat der glaube auch. Aber nur so einen prähistorischen Eingang. Ah, nee, hier hinten sogar. Da gibt es sogar einen normalen Kopfhöreranschluss mit Klinke. Aber ich glaube, das ist so eine große Klinke noch. Nicht die heutige normale. Und ja. Was haben wir dann noch so? Ja, hier, wenn du an diesen Knöpfen drehst, da kannst du einmal die Helligkeit einstellen, aber auch die Bildstabilität, genau hier an dem. Da seht ihr so Pfeile in der Mitte nach oben und unten und da kannst du irgendwie die Bildstabilität noch einstellen. Das heißt, wenn dir das zu sehr flackert nach oben und unten, kannst du da ein bisschen drehen und dann wird das wieder besser. Ja, das hängt wahrscheinlich irgendwie mit der Bestrahlung zusammen, in welchem Winkel da das passiert und ja, das wird dann eben geändert. So, was haben wir da noch? Ich guck mal. Kontrast. Ach so, ja gut, das ist klar. Ja, kann man also auch einstellen, obwohl ich den eigentlich nie, obwohl das irgendwie nie richtig funktioniert hat. Da ist sogar noch ein An- und Ausschalter. Okay, interessant. Ja, wusste ich gar nicht, dass der nochmal einen An- und Ausschalter hat. Weil hat er ja hier eigentlich. Und wenn ich einen Stecker ziehe, ist er auch aus, weißt du? Also brauche ich ihn theoretisch nicht. Ja, aber ich finde ihn schon ganz cool hier, den kleinen. Das Gerät, keine Ahnung. Den kann man sich mal hinstellen, ne? Ja, also ich habe ihn immer im Schrank stehen und pack den irgendwie mal so einmal im Monat aus. Außer in letzter Zeit habe ich immer nicht dran gedacht. Aber vorher habe ich den immer so einmal im Monat ausgepackt, tatsächlich. Weil, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie ganz cool. Und ja, ist so ein altes Gerät. Sowas kriegst du halt heute nicht mehr, ne? Und sowas finde ich irgendwie echt interessant, so alte Technik. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Vlog. Vielleicht mache ich auch noch einen zweiten Teil hiervon. Ich wollte das heute mal als kleinen Special-Vlog machen, sozusagen, zu Folge 10. Und ja, ich merke auch, wenn ich hier meinen Bildschirm anmache, ne, dass der Fernseher tatsächlich überhaupt nicht mehr Empfang hat. Also der ist dann einfach weg. Also wenn ich hier den anmache, dann ist der hier sozusagen total gestört und keine Ahnung. Also da musst du halt noch richtig aufpassen, so was du machst. Das wollte ich auch noch sagen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und an der Stelle tschüss.